Hallo und willkommen heute zum siebten Impulstag. Wir sind jetzt schon nach dem ersten Drittel der Challenge und ich möchte dich fragen, wie es dir jetzt bisher gegangen ist. Bitte schreib einfach auf Facebook oder über die E-Mail, wie es dir geht, was du mitzuteilen hast, was du erlebt hast. Mich interessiert das ganz, ganz arg und wenn du das nicht möchtest, ist auch alles in Ordnung. Ich würde mich trotzdem darüber freuen. Heute steigen wir mit einem ganz besonderen Impuls ein, und zwar ist der Impuls vor allen Dingen geeignet, wenn du sehr dich in hohe Erregung versetzen kannst über Bilder oder über Videos. Es muss jetzt nicht unbedingt Pornografie sein, aber wenn du gerade sehr dich über Bilder stimulieren lässt oder auch wenn du sehr von deinen inneren Fantasien in Form von Bildern abhängig bist, um in erotische Hochstimmung zu kommen. Ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass das kein Problem ist, wenn du das tust, sondern ich möchte mit dieser Übung dir helfen, mehr Freiheit zu bekommen für dich und für deine sexuelle Bandbreite. Denn wie du schon bemerkt hast, es geht in dieser Challenge hauptsächlich darum, auch mal gewohnte Bahnen zu verlassen und neue Dinge zu erlernen oder einfach mal dich von anderen Sachen inspirieren zu lassen. Diese Übung soll dir dabei helfen, deine Erregungsfähigkeit zu schulen, und zwar dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit in der Erotik, die von außen induziert wird, auch mal auf dein Innenleben fokussieren kannst, so dass du dich auch durch deinen eigenen Körper, der dir sowieso geschenkt ist, durch Bewegung, durch Atmung und natürlich auch Berührung in höchste Erregung stimulieren und versetzen lassen kannst, damit du dich unabhängiger von deiner Außenwelt machen kannst. Ich sage dir das aus dem Grund, weil es ganz häufig vorkommt, dass Menschen, die sich hauptsächlich von außen stimulieren lassen, hauptsächlich von optischen Reizen, irgendwann in ihrer Sexualität meistens einen Knick erleben oder dann irgendwelche Probleme haben, zu gewissen sexuellen Höhepunkten auch zu kommen. Zum Beispiel, wenn Männer vor allen Dingen sich durch starke optische Reize immer wieder stimulieren und in erotische Wallung versetzen lassen, dann kann es das sein, dass wenn sie älter werden und natürlich auch ihre Sexualpartner älter werden, dass dann das nicht mehr funktioniert, dass sie eine Erregung haben. Und das ist dann für beide Parteien relativ traurig, vor allen Dingen, weil der Mann sich sehr hilflos fühlt und die Frau auch sagt, naja, ich kann halt nichts dafür, dass mein Körper älter wird. Das geht aber auch bei Frauen so, von daher, das ist nichts Geschlechtsspezifisches, aber ich möchte mit dieser Übung dir ein Handwerkszeug geben, das du selbst für dich nutzen kannst und deine eigene erotische Kompetenz erweiterst. Diese Übung und auch die Übung von morgen wird sehr davon abhängen, wie motiviert du bist, dich selber zu stimulieren, wie sehr du motiviert dazu bist, deine normalen Standardmuster aufzuweichen und wie neugierig du bist auf deinen eigenen Körper und auf das, was du alles noch erleben kannst. Denn diese Übung fokussiert, diese und die morgige Übungen werden sich darauf fokussieren, dass du von deiner gut funktionierenden Stimulierungsmöglichkeit zu einer anderen Möglichkeit übergehen kannst. Denn dann wird dir auch irgendwann gelingen, dass du eine von außen induzierte Erregung in eine intern produzierte Erregung gehen kannst und auch da in einem vollkörperorgastischen Zustand bleiben kannst. Dieser Zustand, den du dann erreichen wirst, lässt sich eher als Freude übersetzen bzw. verstehen als sehr große Spannung. Denn das sind unterschiedliche Erregungszustände und du wirst auch merken, dass sich das wahrscheinlich sehr anders anfühlt. Und zwar funktioniert diese Übung so, dass du dich durch deine Fantasien bzw. durch das visuelle Material, das du bekommst, also das du gerne konsumierst, sehr in eine sehr, sehr, sehr hohe Erregung versetzt und dich dann, wenn du ganz in hoher Erregung bist, völlig von diesem Material abwendest. Das heißt, auch deine Fantasien völlig ausschaltest und auch deine, entweder den Porno ausschaltest oder das Bild umdrehst oder wie auch immer und dann weiter in deinem sexuellen, erotischen Zustand bleibst und dich da völlig drauf fokussierst.
und möglichst guckst, wie du diesen Zustand erhalten kannst. Weiter kann ich dir keine Tipps dazu geben, denn dann müsste ich genau wissen, was du tust und wie du dich normalerweise in Erregung versetzt. Aber das kannst du ja selber herausfinden, genau mit dieser Übung. Du kannst diese Übung genauso wie alle anderen Übungen dann in 5 Minuten Stille ausklingen lassen und einfach beobachten, was sich in deinem Körper tut. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich wünsche dir viel Freude damit, dieses Ding auszuprobieren und freue mich, dich morgen wiederzusehen. Und natürlich freue ich mich über einen kleinen Kommentar auf Facebook oder über eine E-Mail von dir. Mach's gut und bis dann!